Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Unterhaching. Wir sind jetzt in der neuen Saison angekommen und ich simuliere gerade einfach wieder ein bisschen die Transferperiode durch, weil es da meistens am langweiligsten ist. Beziehungsweise in unserem Fall müsste es eigentlich am spannendsten sein, weil wir nicht viel anderes machen als Spieler einkaufen, simulieren und dann wieder Spieler einkaufen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal noch einen Scout losgeschickt für die Jugendspieler, weil ein Ziel ist, dass sich 4 Spieler aus der Jugendakademie verpflichten soll. Das spielt man natürlich auch wie immer mal wieder, weil man da ganz gut Geld machen kann. Und ja, wir sollen einfach 4 Spieler verpflichten, die uns unser Scout rüberbringt, wenn man so sagen kann. Dann packen wir mal hier noch kurz ein paar Trainings rein für unsere Jungs. Auch wenn ich hier eh nicht so viel machen werde, weil ich ja die meiste Zeit dann simulieren werde. Aber jetzt am Anfang hilft es denen vielleicht doch immer mal wieder ein bisschen. Keine Ahnung, packen wir einfach hier ein paar Spieler rein. Innenverteidiger nehmen wir noch dazu. Da haben wir den hier, der ist jetzt auch 27. Jetzt werden wir den anderen nehmen sollen, den Jungen. Aber egal. Dann noch ein Torhüter. Da haben wir eh bloß den Müller. Gut, dann simulieren wir das Ganze wieder. Und springen dann auch im Kalender wieder ein bisschen weiter, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Weil man hat es im letzten Part gesehen, es ist schon wirklich, schwer, da hochzukommen. Wir sind 15er geworden, haben die ganze Saison simuliert und sind dann im Endeffekt am 17. Platz gelandet. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr Spieler mitnehmen? Das ist immer komplett behindert. Zocken die hier auf der scheiß Reservebank. Zocken die auf der Reservebank, wenn ich zu wenig Auswechselspieler dabei habe. Muss man nicht unbedingt verstehen, aber hilft nichts. So. Dann werde ich mal weiterschauen. Also, ich weiß nicht, ob die Parts so interessant sind, wenn man einfach bloß so viel simuliert, wie es ich jetzt gemacht habe in dem Fall. Aber es bleibt halt eigentlich nicht viel anderes übrig, weil man hat es ja gesehen, ich habe die ganze Saison simuliert, wir sind 15er geworden. Und wenn ich das einfach selber immer spiele, dann dauert das 7 Jahre ungefähr, bis man da mal bis man da mal hochkommt in die zweite Liga überhaupt erstmal. Wir müssen erstmal in die zweite Liga kommen und dann haben wir erstmal noch die schwere Aufgabe, in die Bundesliga aufzusteigen. Die simuliere ich aber noch. Wir gewinnen gleich wieder das erste Spiel gegen Luzern. Und die Spiele hier simuliere ich im Transferfenster, damit wir einfach Geld bekommen und ich dann noch ein bisschen was einkaufen kann. Mal schauen, was ich daran so mir einkaufe. Da muss ich auch gleich mal noch einen Scout losschicken, fällt mir gerade mal auf. Wir spielen auf jeden Fall jetzt gegen Odense BK. Unser nächstes Spiel im European International Cup. Irgendjemand fällt uns aus, Porat. Unser nächster Mittelfeldspieler hat sich verletzt. Dann darf Miranda da draußen spielen. Und sich hoffentlich schlägt er sich ganz gut da draußen. Ne? Wäre natürlich nice. So, wir simulieren das Ganze wieder. Ach, ersetzen, ne? Und dann speichern. Ich weiß, ich habe den einfach bloß auf der Bank gehabt und deshalb ging es nicht. Aber egal, wir überspringen und gewinnen mit 3:1. Aber irgendwie in den Vorbereitungsturnieren läuft es immer richtig gut und dann, wenn es ernst wird in der Bundesliga, scheißen wir richtig rein. So, jetzt schicke ich mal noch kurz einen Scout los. Transfers, die sind immer noch losgeschickt, perfekt. Dann müssen wir uns da gleich mal ein bisschen umschauen, was wir so einkaufen könnten. Ich mache das einfach gleich mal und melde mich gleich wieder. So, ich habe jetzt wieder ein paar Spieler auf unseren Scout losgelassen, beziehungsweise der soll jetzt ein paar Spieler wieder beobachten und uns dann näher bringen. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Da waren ein paar echt gute dabei, die ich denke auch nicht so viel kosten. Wir haben jetzt, glaube ich, sogar 3 Millionen Transferbudget übrig. Das heißt, da könnten wir uns irgendeinen geilen schon einkaufen. Und wir gewinnen auch das nächste Spiel mit 2:0. Ich werde auf jeden Fall die Verhandlungen mit irgendeinem von denen in der Episode noch aufnehmen. Und hoffentlich vielleicht sogar abschließen können. Vielleicht können wir ja den European Shield wahrscheinlich, wieder gewinnen. Wäre natürlich nice, weil dann bekommen wir auch wieder 2 Millionen, glaube ich, waren es jetzt, in dem Einladungsturnier, bekommen wir halt dann wieder dazu. Und das wäre natürlich extrem gut. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal das Halbfinale gegen FC Lugano vor uns. Und das ist schon der erste Scout-Abschlussbericht. Gucke ich mir gleich mal an. Oder ich simuliere, glaube ich, noch ein bisschen weiter und warte, bis alle Abschlussberichte da sind. Und wir verlieren mit 3:1. Fliegen also im Halbfinale raus.
bekommen aber trotzdem noch unsere Prämie, so 500.000 schätze ich mal. Und dann schaue ich mal kurz, gehen wir ins Büro, Preisgeld 650.000 und ja, sie vertrauen trotzdem weiterhin auf uns, auch wenn es uns rausgekickt hat. Ich zeige mal kurz die vier Spieler, die ich mir hier rausgesucht habe. Einmal den hier, Rico Preisinger, 68er Rating, 1,1 Millionen würde der kosten und ist erst 21 Jahre alt. Dann noch den Mike Steven Bärre, den werde ich auch noch kurz abwarten. Giovanni Castaner und Sascha Horvath, den wir schon letzte Saison verpflichten wollten. Aber ich warte jetzt mal, bevor ich irgendjemanden eine Anfrage stelle, alle Scout-Berichte ab und bin dann auf jeden Fall mal gespannt. Und das ist jetzt das, könnte man eigentlich verkaufen, wenn ich mir jetzt den anderen hole. Das werde ich auch machen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil dann hole ich mir den einen ZDM Jungspunter, der 21 Jahre alt war und auch eine 68 schon hatte. Ich glaube, dass der uns ganz gut weiterhelfen könnte. Vor allem jetzt vielleicht sogar nicht auf die Saison bezogen, sondern auf die nächsten Jahre dann, weil der erst 21 Jahre alt ist. Bin auf jeden Fall mal gespannt. So, wir haben den nächsten Abschlussbericht da, Mike Steven Bärre, das war der hier genau, der ist eine 65 ZUM, also eher nicht so interessant. Cordoba wäre hier noch von Augsburg, aber ist glaube ich auch nicht so nice. Der hier wäre auf jeden Fall noch echt interessant, weil ich glaube, der ist richtig gut. Aber ich will da mal noch kurz abwarten, wie sein Rating ist, bevor ich dem eine Anfrage stelle. Und dann entscheide ich zwischen dem einen Sechser und dem Sascha, weiß nicht mehr genau wie er hieß. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben jetzt das erste Spiel direkt mal am Start gegen Meppen, glaube ich war das. In der dritten Liga. Vielleicht können wir ja dieses Mal ein bisschen besser reinstarten und gleich mal mit einem Dreier. Gleich mal einen Dreier einfahren. Das wäre natürlich Zucker. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Scout-Abschlussbericht von dem einen Spieler da. So, schauen wir mal gegen Meppen. Erstes Drittligaspiel in der neuen Saison. Überspringen und starten natürlich erstmal top rein mit einer gediegenen Niederlage. Naja, kann man nicht ändern. Jetzt gucke ich mir mal die Abschlussberichte an. Perfekt. Einmal den hier, den Castaner. 69 ist der und würde 1,5 Millionen kosten. Ich vermerke ihn einfach mal in der Transferzentrale. Dann noch Connor Chaplin habe ich mir angeschaut. Genau. Ein Stürmer mit 21 Jahren alt. Und dann noch, war das der? Ich weiß gar nicht, ob das der war, den ich gemeint habe. Auf jeden Fall eine 70 und kostet 2,4 Millionen. Ist natürlich auch sehr teuer. Aber ich habe noch einen irgendwo. Das weiß ich nicht, ob ich schon ein Angebot machen soll oder noch ein bisschen warten soll, weil ich glaube, dass der nämlich richtig gut war, den ich noch hatte. Naja, die Episode neigt sich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder dem Ende zu. In der nächsten Episode machen wir dann auf jeden Fall wieder ein neues Angebot für irgendjemanden und holen uns einen neuen Spieler rein. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!